Ja, wenn ich da runter springe, nehme ich Schaden. Ich guckt euch das an, wie hoch ich mich davon gegraben habe. Eigentlich wäre es besser mit Dirt, weil man damit besser markieren kann. Also, das sage ich jetzt aus meiner bisherigen Erfahrung mit solchen Abenteuern. Man kann mit Dirt besser markieren, wo man schon sozusagen ausgegraben hat, nicht nur sozusagen. Und das macht es ganz einfach sicherer. Während das jetzt überhaupt nicht sicher ist, das schon, das nicht. Oh, Gold. Das soll mich doch nur locken. Eine spanische Marquisa namens Teresa lockt mich, doch im Mund hat sie leider ein schimmeliges Brot. Das ist eine Referenz, eine kulturelle. Ich mach mal den Klotz hier wieder weg. Ja, du kannst auch gehen, wenn du willst. Ja. Ui, 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 ja. Mal schön nah dran, ne? Digga, dieser Java-Doppelklick macht mich wahnsinnig. So. So, weißt du, ich grab hier einfach jetzt rundherum. Ja. Alter, das ist aber wirklich auch ein Kack da, ne? Also, wenn ich Pech habe, versuche ich hier gerade einen Lava-Ozean trocken zu legen. Was natürlich zum Beispiel nicht möglich ist, glaube ich. Doch, von oben schon. Aber nicht, wenn man... Alter, warum? Ich habe das doch eben da rein, Chris. Ich mag nicht weiter nach vorne gehen. Okay, das geht also nicht. Okay. Ich muss noch weiter nach oben, wie es aussieht. Nur wird das nicht endlos gehen. Nicht doch. Ups. Das ist so verdammt hoch. Okay. Vorsichtig. Oh, noch mehr Gold. Oh. Schwarzstur, wie man in Bayern sagen würde, bevor man sich aufs Maul legt. So. Digga, das wird heute, ich glaube, das wird auf keinen Fall heute was, dass ich hier an der Stelle fertig werde. Also, dass ich mich da durcharbeite durch den ganzen Quatsch. Mir ist es jetzt egal, ob ich eine Fortune-Spitzhacke da besser verwenden sollte. Ich habe ja eine dabei. Seit wann gibt es für Gold Erfahrungspunkte? Das wusste ich noch gar nicht. Es wird garantiert jemanden geben, der jetzt sagt, das ist ein Loop. Ja. Und? Aha. Und was gibt das dir jetzt für Genugtuung, mir zu sagen, dass ich ein Loop bin? Ist das, schafft dir das irgendwie Gefühle? Also, der Typ, der spinnt hier nur so rum, weil er das alles hier gar nicht so lustig findet. Also, da kann ich noch weiter. Ja, das mag jetzt alles sehr seltsam hier erscheinen und du wirst jetzt sagen, dann lass doch den Weg einfach krumm. Das, mein Freund, wird schlau. Und haben wir darüber nicht schon gesprochen? Haben wir das nicht? Hm.
so funktioniert das nicht. Dann werde ich hier erstmal noch einen Klotz davor setzen wieder. Ich sollte das wirklich mit Dirt machen. Geht der hier raus? Ja, natürlich geht der raus, aber ich werde brennen. Halt die Klappe. Ich hab's geschafft. Ein Problem beseitigt. Ich würde gerade sagen 10 geschaffen, aber das stimmt nicht. Da kommt noch mehr. Was passiert, wenn ich den daraus kloppe? Geht das? Ja, natürlich geht das. Dann haue ich den wieder rein. Oder? Lass ich den draußen. Oh, halt mal dein Maul. Dieser Kackgast macht mich nervös. Ah. Hast du gehört? Er hat gesagt Drachenlord. Daran besteht kein fucking Zweifel. Alter, das ist so absolut Overkill, was ich hier mache. Ja, natürlich, es gab für Gold, glaube ich, schon immer Erfahrungspunkte. Vielleicht kriege ich ja so meine Erfahrungspunkte wieder. Ja, wovon träumst du nachts? Dass der Gast verschwindet, davon träume ich. Auch wenn es nicht nachts ist. So, ich gehe mal hier runter. Aua! Schwarzstor. So, dann hoffe ich mal, dass das hier irgendwie unterhaltsam ist. Also für mich auf jeden Fall. Ich bin gut unterhalten, sagen wir so. Das war seltsam. Also ich sollte übrigens mich nicht runtergraben so einfach, weil ja da immer Lücken dazwischen sind. Ach, was du nicht sagst. Ja. Was ich nicht sage. Da oben scheint das Ende zu sein. Wenn ich das also zuschüttel, so nach und nach. Warte. Das ist jetzt natürlich bescheuert, was ich hier mache. Boah, blubbert das. Ja, da oben ist... Nee, ich bin ja noch gar nicht... Ja, ich bin ja noch gar nicht. Ich gehe das Risiko ein. Wie geht's noch weiter? Oh, oh. Also das scheint so spitz zuzulaufen da oben. Hört sich komisch an. So, das war irgendwie halbwegs klar. Alter Schwede. Ja, man muss immer nur schnell genug sein, den Klotz da wieder reinzuhauen. Dann kann man da sogar Glück haben. Und dass man das überlebt. So, wenn ich da oben reingrabe und da. Ne, das geht auch nicht. Alter. Aber es ist nicht das erste Mal, dass ich so einen Quatsch mache.
Ich krieg schon wieder Dorfbewohner-Vibes. Den habe ich verloren. Ah, ich doch. Okay, na, pass mal auf, ich habe eine Idee. Wenn ich da oben... nee, das funktioniert nicht. Nicht unbedingt besser, aber dann mache ich das doch so, dass ich das damit markiere, dass es da gefährlich ist. Ja, wenn da was rausschießt, dann bin ich aber jetzt auch Toast, ne? Nee, nicht unbedingt. Ja, ich sollte eigentlich auch die... meine Treppen hier aus Erde machen. Geht das? Nö. Alter. Ja, so habe ich mir das gedacht. Ja. Oh Gott. Kriege ich das so auf? Deswegen habe ich den Sand mitgenommen, weil sie sich dafür am besten eignet. Das war jetzt überflüssig. Eine wahre nervenzerfetzende Spaßigkeit. Genau, nach meinem Geschmack. So. Uiuiui. Man muss nur aufpassen, ab und zu kann man durch das Auffüllen von Lava auch den Lavastrom umlenken. Und das Problem, das man dann hat, ist das, was wir vorhin hatten. Ihr erinnert euch, Sterbi sterbt, das ist nur deswegen gewesen, weil ich Klötze in die Lava geworfen habe. Ich habe gleich schon die erste Spitzhacke gekillt. So gefährlich, was ich hier mache. Ja, inzwischen könnte auch ein gewisser Fallschaden, halt die Klappe, Kackenfrosch, könnte inzwischen auch schon einigermaßen tödlich sein. Ich baue mal hier wieder ab. Hier wissen wir ja, dass sicher ist. Ja, und wenn du jetzt denkst, so von wegen den ganzen Scheiß musst du ja hinterher wieder auffüllen, muss ich nicht, aber werde ich. Alter Schwede, ich bin gerade so angespannt. Wir müssen irgendwas Entspannenderes machen. Wie wäre es mit Ozeanmonument? Ich meine das ernst. Okay. Okay. Wir kriegen das. Ich könnte bald eine kleine Pause machen und ich könnte sie gebrauchen. Alleine schon wegen aus Entspannungsgründen. Ja, das hier habe ich selber aufgeschüttet, versicherte er sich selbst. Gib mal lieber. Warum habe ich zwei Schaufeln? Ach so, weil ich ja. Ja, ich verstehe schon. Hat sich erledigt. Ich
bin nicht ganz so blöd, wie ich aussehe. Ach so, da oben waren wir schon. Okay, alles klar. Dann müsste ich jetzt eigentlich nur es schaffen, hier oben drauf zu hüpfen. Ups. Aua. Ja. La Nervosidad. Ja, die habe ich selber hingesetzt hier. Ja, ich habe da... Oh, ja, das geht. Das geht. Das geht auch. Das geht nicht. Niemals genau nach oben graben. Leute, also ich selbst. Und das war auch ganz richtig, so was er sagte. Und das... Wir kommen hier irgendwie. Wir kommen hier irgendwie den High Ground über der verkackten Lava. Ja, guck mal da. Ist sie schon wieder. Leg dich doch. Kackbrennendes Zeug. Ja. Schau mal. Oh, das ist auch schon sauber. Das bringt mich auf eine Idee. Gewagt, aber durchaus im Rahmen dessen, was angebracht ist. Wie sieht das aus? Gib mir mal den. Also der Sand ist wertvoller. So, ich mach mal hier durch großflächig Kram. Ich packe hier mal einen Sand drauf und gehe hier rüber. Interessant. Würde trotzdem gerne diesen Sand wieder rausnehmen. Ganz genau aufpassen, welchen Knödel nicht in die Lava springen. Nicht wieder vom... Also hier sind jetzt nämlich leider sind jetzt hier Höhen, wo man durchaus wieder das Essbesteck abgeben könnte, nur einfach beinahe gesagt, that's what she said, aber ja, könnte durchaus Sinn ergeben. Ja. Könnte auch sein, dass wir tatsächlich noch Sand holen. ich hoffe mal nicht. Alter, es ist hier so dunkel. Ihr seht jetzt wahrscheinlich mehr als ich. Ich hab keine Fackeln dabei. Ja gut, dann müssen wir halt ohne. Das ist dann mal halt so. So, ich versuche einfach mal hier so herauszufinden, wo hier die Grenzen sind. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Grenze. Ui. Ich bin schon wieder so nassforsch. Aber es scheint tatsächlich die obere Kante. Das ist so eine Lavasäule, also kein direkter See. So,
sondern eine Säule tatsächlich. Ich bin nicht wohl in der Nähe von dem Kackzeug. Pass auf, da ist immer noch was drin, ne? Sagte er zu sich selbst und hatte recht. Okay, also. Moment, da können wir schon ein bisschen was anderes machen hier. Alter! Ich habe gleich kein Land mehr. So, eine Stunde drei. Ich könnte ja eigentlich mal eine Entspannungspause machen. Das wäre von der Pufferzeit gerade extrem cremig. Ich packe mal hier noch den Sand rein. Uah, rauf auf die Schleichentaste, Kollege. Ja. Das ist immer gut, auf der Schleichentaste zu sein. So, würdest du das bitte mit dem richtigen Werkzeug machen? Danke. Sicherstellen, dass auf der anderen Seite alles soweit im Lot ist. Jetzt können wir die hier oben abgraben. Leute, es passt gerade so. Ich sage ciao mit Envy, nervliches Wrack. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann mache ich hier noch mal ein bisschen was, vielleicht noch zwei Folgen, und dann gehen wir aus dem Wasser, aus dem Feuer in das Wasser. Dann gehen wir ins Ozeanmonument. Und zwar nicht in das hier, sondern... Oh, komisch sehe ich heute aus in diesem Licht. Ich muss mir echt eine andere Beleuchtung zulegen. Ich sage ciao mit Envy Nervenwrack. Wir sehen uns in den nächsten Folgen. Bis denne.